Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Sniper Ghost Warrior Contract 2. Heute geht es um die Trophäe Ein Schuss, ein Treffer. Das ist unser Ziel. Und wenn euch dieses Video hier gefällt, wenn es hilfreich für euch ist, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es nicht bereits schon getan habt, mit Glocke aktiv verpasst ihr hier weiter kein neues Video. So, und jetzt zur Trophäe. Eigentlich ganz einfach zu machen. Wir schießen einfach nur ein einziges Mal und wenn wir dann auch noch treffen, dann gehört die Trophäe sozusagen uns. Aber wir dürfen nicht nur irgendein Ziel treffen, sondern wir müssen anschließend auch noch erfolgreich exfiltrieren. Deswegen gehen wir in die Zinderprovinz. Ich nenne die jetzt einfach mal Zinderprovinz. Und dort habt ihr hoffentlich schon durchgespielt. Also das ist von Vorteil, wenn ihr da schon durchgespielt habt oder besonders gesagt den Schnellreisepunkt freigeschaltet habt. Wenn ihr dann die Mission ein erneutes Mal startet, so wie ich das hier gerade im Hintergrund gemacht habe, ihr habt das gesehen, ganz normal, ich habe gesagt, ich möchte den Auftrag nochmal spielen, denn dann können wir die Schnellreisepunkte nutzen. Das ist das Entscheidende an der ganzen Geschichte, dass wir sofort direkt am Schnellreisepunkt sind. Ich habe jetzt sogar die falsche Waffe dabei. Wunderbar, macht aber gar nichts weiter. Ihr seht das, wir sind direkt hier gespawnt. Wir haben also das, was hier vor normalerweise stattfindet, übersprungen, dadurch, dass wir die Karte schon mal abgeschlossen haben. Kommen wir direkt hier an die erste Schnellreise ran. Hier vorne haben wir einen Gegner. Den machen wir im Nahkampf weg. Ein Schuss, ein Treffer. Um auf Nummer sicher zu gehen. Einfach damit gar nichts schief gehen kann, machen wir den mit dem Messer weg. Und dann suchen wir hier nach unserem Eliminierungsziel. Das ist das nächste, was wir hier machen. Der rennt meist unten irgendwo rum. Gucken wir ruhig hier ein bisschen rum. Nehmen das Fernglas zur Hilfe und schauen, wo ist unser Ziel. Und sobald wir unser Ziel haben, werden wir uns dem annehmen. Deswegen spielt auch, wie ihr es auch hier gerade gesehen habt bei mir natürlich hier, dass ich hier auf einfach geschaltet habe, sprich den leichtesten Schwierigkeitsgrad gewählt habe. Das bedeutet halt auch, dass ich diesen roten Punkt angezeigt bekomme, der sagt, okay, schieß bitte jetzt, damit du triffst. Das macht ihr am besten auch, um auf Nummer sicher zu gehen. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Braucht man nicht unbedingt, aber da ist unser Ziel. So, da müssen wir jetzt auch ein bisschen aufpassen. Und zwar, wenn wir auf eine Entfernung von über 1 Kilometer treffen wollen, dann wäre es natürlich wahnsinnig hilfreich, wenn der Kerl sich nicht bewegt. Das ist das Nächste, worauf ihr achtet. Ihr braucht den entstehend. Ihr könnt, wenn ihr es schon bereits kennt, den Container dort, den wir hier momentan leicht rechts im Bild sehen, der da hängt, könnt ihr abschießen. Das hier, also das stört nicht eure Trophäe, ne? Weil ein Schuss, ein Treffer, wenn ihr da sofort direkt auf diesem Haken, ja, diesen Haken trefft, wo der Container runterkracht, könnt ihr ruhig nutzen, damit euer Ziel stehen bleibt. Da habe ich es eben gerade ganz kurz im Ziel gehabt. Ich lasse den diesmal jetzt hier oben hängen. Aber wenn ihr da, wie gesagt, drauf schießt, dann ist ja das Ziel abgelenkt, bleibt kurz stehen und ihr könnt in Ruhe den Schuss setzen und der dann auch hoffentlich sitzt. Ansonsten müsst ihr halt einfach den letzten Speicherpunkt neu laden, sollte eigentlich kein Problem darstellen. So, wir warten jetzt noch ein bisschen drauf, dass er sich da unten, ja, zwischen den Containern hervorbewegt. Und sobald er dann gleich weiter, ein bisschen weiter auf der rechten Seite angekommen ist, dann geht er von uns weg. Das bedeutet, dass er nicht mehr seitlich geht. So können wir die Kugel im Rücken platzieren, sage ich mal. Und sie landet auch. Ihr seht, ich habe hier die falsche Optik momentan drin. Ich habe das falsche Gewehr mitgenommen. Deswegen habe ich hier eine maximale, ja, Arretierung. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt, wirklich diese Distanzmessung auf alle Fälle. Es sind halt bei mir nur 600 Meter und das Ziel ist halt 1000 Meter weg. Da muss ich halt entsprechend hoch anlegen, um ihn zu treffen. Deswegen auch die rote Punkthilfe, weil weiter reinzoomen kann ich auch nicht. Wir machen das gleich nochmal mit der richtigen Waffe, damit ihr seht, wie das normalerweise aussah, als ich die Trophäe dann erhalten habe. Hier ist nur nochmal ein Beispiel, wie das Ganze funktioniert. So, Ziel eliminiert und jetzt raus hier. Nichts mehr machen, nichts mehr machen. Ab zum Exfiltrationspunkt. Lasst euch da total, ja, Ruhe. Also ruhig eigentlich hier nicht lang, aber ruhig halt auf alle Fälle. Nur euer Ziel ausschalten, weil dann dürft ihr exfiltrieren. Ein Schuss, ein Treffer. Sobald wir dann exfiltrieren, kommt die Trophäe. Werde ich euch gleich nochmal zeigen. Dann in meinem richtigen Gameplay, wo ich die Trophäe erhalten habe. War auch reiner Zufall gewesen. Das war reiner Zufall. Ich hatte ehrlich gesagt noch gar nicht in die Trophäenliste reingeschaut gehabt. Das war reiner Zufall, dass ich hier mitgenommen habe. Ich wollte nur kurz irgendwas testen oder gucken. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Und blub, da war sie da gewesen. Silber ist sie, glaube ich, sogar auch noch. Also daher lohnt sich das Ganze auch. So, Daten werden hochgeladen.
Und wenn ihr jetzt halt Region verlassen, jetzt ganz wichtig, nicht mit X-Karte fortsetzen, sondern Region verlassen. Und dann wäre an dieser Stelle normalerweise die Trophäe gekommen. So, da habe ich diesmal den Container runtergeholt. Das ist jetzt mein Original-Gameplay. Jetzt habe ich auch eine andere Optik dabei. Da ist der Kerl. Jetzt machen wir einmal den Kopf weg. Naja, in der nicht zensierten Version machen wir den Kopf weg. In meiner Version ist mit der Kugel nicht viel passiert oder so. Keine Ahnung. Und jetzt exfiltriere ich und da kommt die Trophäe. Das war's. Mehr ist nicht zu tun. Ich hoffe, das kleine Video hat euch A geholfen, es hat euch B gefallen. Und C, genau, ihr habt einen Daumen nach oben da gelassen. Ich freue mich aufs nächste Mal und ich hoffe, ihr seid mit dabei. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.